Ja, liebe Heimwerkerinnen und Heimwerker, bald ist nun wieder Weihnachtszeit. Und diese Weihnachten jährt sich mein Heimwerker-Hobby zum 50. Male. Nämlich zu Weihnachten 1971 habe ich von meinen Eltern einen Laubsägekasten erhalten. Und von diesem Laubsägekasten habe ich eigentlich immer noch meine Originallaubsäge. Und diese Laubsäge, die hat mich während den letzten 50 Jahren bei meinen Projekten immer treu begleitet. Nun zu meinem Jubiläum habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgedacht. Und um was es sich da handelt, das zeige ich euch in diesem Video. Ja, den Laubsägekasten von 1971, den habe ich leider nicht mehr. Aber dieser Laubsägekasten, der hat mich dann auch inspiriert für diese Werkzeugwand. Das Prinzip ist nämlich ganz genau dasselbe. Also es ist auch ein Kasten mit zwei Türen, die ich öffnen kann und nachher quasi das ganze Werkzeug zur Verfügung steht. Und die Idee zu dieser Wand, die kam eigentlich von diesem Laubsägekasten von 1971. Ja, zu meinem 50. Jubiläum habe ich mir dann gesagt, okay, ich baue nochmals einen Werkbank für Heimwerker. Und das ist der vierte Werkbank, den ich während den letzten 50 Jahren gebaut habe. Und darum nenne ich diesen Werkbank Werkbank 4.0. Und bevor ich angefangen habe, diesen Werkbank zu bauen, habe ich mir ein Pflichtenheft zusammengestellt aus den Erfahrungen der letzten 50 Jahre Heimwerker und habe genau nach diesem Pflichtenheft einen neuen Werkbank konstruiert und geplant. Ja, und das hier ist nun dieser Werkbank 4.0 und im nächsten Jahr werde ich euch in einem Dreiteiler aufzeigen, was dieser Werkbank alles kann, welche Funktionen in diesem Werkbank integriert sind. Dann zeige ich euch aber auch, wie man diesen Werkbank bauen kann, welche Materialien man dazu benötigt, etc. etc. Und der Dreiteiler, der beginnt nächstes Jahr am 16. Januar. Ja, das Jahr geht nun langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Und ich wünsche euch und euren Familien frohe Weihnachten, viel Gesundheit und alles Gute im neuen Jahr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im neuen Jahr am 16. Januar. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.